Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde der Simulation. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Guten Tag. Genau, ihr hört schon, die zwei sind natürlich auch wieder mit am Start. Und wir... Deine zwei Mitlaufenden, oder was? Genau. Und ich bin jetzt gerade mal am Hof, denn ich muss schmieren. Aber ich sehe kein Schmierfett. Wo ist denn das Schmierfett? Sag mal, wo ist denn das Schmierfett hin? Ist es nicht bei der Waschanlage? Nee, eben nicht. Oder ist es leer? Das kennt ja... Also, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Guck mal in der Werkstatt. Warte mal, da renne ich mal schnell hin in die Werkstatt. Hab ich nicht irgendwas stehen sehen? Ich hab gedacht, ich hätte es auch irgendwo anders hingestellt und hätte es irgendwie abgeräumt. Guck mal, wo die Traktoren eigentlich geparkt werden in die Garage. Also hier in der Werkstatt ist es schon mal nett. So. In der Garage, wo man... Dann gucken wir mal in der Garage. Ich hab das irgendwo stehen sehen. Du meinst aber nicht im Stall, dass... Nee, es steht nicht hier. Siliermittel. Ist Siliermittel, das meinst du nicht? Im Stall ist es Siliermittel? Ja. Okay. Das ist auch auf Palette gewesen. Nee, wir haben nichts mehr. Ich order mal drüben. Ach ja, was das beim... hier ich, ja. Ja, nee, das ist Siliermittel. Ich ordere das mal drüben beim Los Endlieros. Alright? Ja. Jo. Oh, warte mal. Mal die App aufmachen. Der Händler, der hat übrigens ein fettes Upgrade mit Schmierfett bekommen. Und was nehme ich da jetzt? Ja, geht auf. Hä? Ach du Scheiße. Warte mal, 18 Kilo? Achso, das geht wahrscheinlich nach Kilos, hä? Oder wie ist denn das jetzt hier? Weiß ich nicht. Nur nachfüllen, welche, wenn der Schlamm. Ich habe irgendwie 50 PS oder sowas. Oder 18 oder sowas, keine Ahnung. Warte mal. Der hat ja hier oben, Achtung, Sie können den SKF-Lincoln nur nachfüllen, wenn der Schlauch am SKF-Lincoln angebracht ist. Das Fett hilft, die Leistung der Maschinenteile hochzuhalten und verbessert ihre Leistung. Prüfen Sie immer, dass Sie Fett in den Tank der Maschinen haben, bevor es zu benutzen. Oh, gutes Deutsch. Okay, pass auf, dann nehme ich mal hier so einen kleinen Topf hier hinten. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Ich nehme mal so einen 50-Kilo-Topf. So eine Tonne hier. Kostet bis 450 Euro. Das ist geil. Das ist geil. Da kannst du dir so einen Wagen kaufen, ne? So ein hier SKF, LAGT, LGMT, ja, und bla bla bla. Ja. Und kannst GPS reinbauen. Das ist geil. Was? Ja, da geht GPS reinzubauen für 15.000 Euro. Du kaufst das Ding für 450 und baust für 15.000 Euro GPS rein. Geil. Okay, das ist genau mein Humor. Dann würde ich sagen, gehe ich mal abschmieren. Ich gehe jetzt mal richtig in Abschmieren, mal sehen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Ne? Ich will mal gucken. Ja. So. Ah, das ist genau mein Humor, dass du in so einen kleinen Handwagen hier, es ist ja wirklich so ein für die Hand, so ein kleiner Wagen, ne? Dass du da GPS reinbauen kannst. Geil. Eieiei. Na, siehst du, endlich mal ein vernünftiger Fahrer, der mal die Traktoren vorlässt.
Sogar noch Audi-Fahrer, wundert mich ein bisschen. So, gut. Audi-Vorsprung durch Technik, weißt du doch. Oh, ist das niedlich. Was ist denn das jetzt bitte? Was denn? Seid ihr beim Händler in der Nähe? Nee. Ihr kommt mal zum Händler in der Nähe, bitte. Ich warte jetzt mal so lange, das muss man sich mal angucken. wir gehen mal gemeinsam, oder? Ja? So, Nathalie, komm mal rüber, ich bin mal aus dem Funk raus. Niedlich, oder? Was ist denn das bitte? Lass es mal so stehen. Ich will mal. Kapierst du es noch schon oder noch nicht so? Ja, ne? Also ich kapier's noch nicht so ganz. Wir warten mal, bis Nathalie da ist. Mal sehen, ob die versteht, wie es geht. Ja. Also ich habe ja noch nicht versucht, ob ich schmieren kann, ne? Also Gottes Willen. Kann ich das anfassen? Ja. Weiß ich nicht. Ja, kann ich. Ist das jetzt das Menü-System fürs Schmierfett? Ich hoffe nicht, weil ich weiß gar nicht, wo ich den Schlauch reinstecken muss. In die richtige Öffnung. Ja, in den richtigen Schlitz. Und wie gesagt, wenn's heiß läuft, dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. Ja. So, kommen die jetzt, oder was ist denn mit der? Ey, muss ich eigentlich einmal mein Fahrrad mal schmieren? Weil das gerade hier so rumsteht. Ja. Muss ich auch schmieren? Ach, dort kommt sie schon. Ich? Hä? Anscheinend willst du wieder irgendwo liegen bleiben mit leeren Tank. Warum? Ja, deine Maschine läuft. Ja, nee, ich mach die nicht. Wenn die immer läuft, läuft die. In der Erntezeit läuft es. Guck mal hier, witzig, oder? Niedlich. So, und wir haben uns jetzt überlegt, also ich habe nur die Tonne bestellt und habe das dazu gekriegt. Jetzt habe ich die... Und hier kannst du GPS reinbauen. Okay, also passt auf. Die Frage ist jetzt... Ich muss mal kurz was anderes fragen. Hm. Sag mal, Mike, was hast du gerade gesagt im Funk? In gemeinsam gehen? Was meinst denn du damit? In die Gemeinsamkeit gehen, denke ich, ne? Ja, sowieso, immer. Soweit ist das schon bei euch? Alles klar. Hier, jetzt erzähl mal... Ja, wisst schon, Inzest verboten und so. Oh, wow. Jetzt erzähl mal, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also kannst du schmieren? Was muss denn geschmiert werden? Der Anhänger. So, jetzt kann ich das hier... Kannst du das irgendwie hier ranbasteln? Aber wo... Naja, das ist die Frage. Wo und wie? Handgerät wechseln. Achso. Warte mal. Also du konntest. Warte mal. Ist das jetzt. Ach nee. Also du konntest jetzt nicht schmieren, ne? Mike? Weiß ich nicht. Du saß ja gerade im Traktor. Und weiter? Na, probier mal mit der Taste R wie schmieren. Ich schmier dir auch gleich eine. Na, geht's oder geht's nicht? Nee. Vielleicht sind die hier auch schon leer.
Na nee, hab ich ja gerade erst bestellt. Ja. Ja, du weißt ja nicht, wie viel Kilo hier drin sind und wie viel Kilo in Schmierfett so ein Schlepper war. Aber warte mal, ich muss mal gucken. So, pass mal auf. Und zwar, ich gehe noch mal kurz auf die Shop-Seite, weil der Händler ist irgendwie heute auch nicht da, dass er uns helfen könnte. Ich nehme jetzt mal... Und mal konfigurieren. Ich nehme mal noch so einen Wagen dazu. Pass mal auf, der kostet bis 150 Euro. Mal gucken mal. Irgendwie muss das ja gehen. So. Ich habe kein GPS reingebaut. So. Warte mal. Ich kann hier Motor starten. Jetzt kann ich das Ding aufklappen. Passiert da was? Oh. Wie geil ist das denn? So, jetzt kann ich das Ding einschalten. Warte mal, das Gerät zuerst ausklappen. Jetzt habe ich das Ding angeschaltet. Und jetzt? Ja. Kann ich jetzt Das sieht aus. Könnt ihr irgendwas machen? Nee, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen das irgendwie hier anschließen an die Tonne. Ich kenne das aber überhaupt nicht. Also jetzt mal ganz kurz OOC, ich kenne es ja aus dem Real Life nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Weil es muss es ja also, geben, irgendwie. So OOC hab ich das schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll. So, pass auf, ich mach nochmal aus. Wenn ich jetzt zuklappe, was passiert denn da? Da geht der Schlauch. So. Ich hab diese Tonne mal hingestellt. Jetzt habe ich einen Motor angeschaltet. Als ob das Ding Motor hat, Mick. Ne, pass auf, pass mal auf. Ich geh mal hin und steig mal ein. Ja, mach mal. Oh, Mick, ich bin doch nicht verrückt und steig da einfach ein. Ja, mach doch mal. Hast du? Das sieht aus. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, wie das aussieht. So. Die Frage ist jetzt. Muss das hier irgendwo ran oder? Handgerät wechseln und Fahrzeug einsteigen. Das ist natürlich ein bisschen. Lass mal stehen. Ja. Ja. Oh. Aufheben. Aber das muss ja, warte mal, wir sind ja schon einen Schritt weiter. Also das heißt, ich kann hier einsteigen. Jetzt kann ich das Ding zuklappen, anschalten. Tempomat kann ich einfach. Guck mal, wenn ich das zuklappe. Also es hat irgendwas mit den Schläuchen zu tun. Warte mal, in der App stand ja was drin. Ich habe jetzt hier das Kleine genommen. Achtung, Sie können den Lincoln nur nachfüllen, wenn der Schlauch am SKF Lincoln angebracht ist. Wer ist der SKF Lincoln? Ist das die Tonne hier? Nur noch, wenn der Schlauch am SKF Lincoln angebracht ist. Das Fett hilft dir, ja, das ist klar. Also, meine Lieben, jetzt mal ganz kurz OOC. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Kann jemand im Chat manchmal irgendwie helfen? Wisst ihr manchmal irgendwie Bescheid oder so, wie das hier gehen soll?
Also es ist eine geile Geschichte, ne? Mir fetzt es gerade, aber ich weiß nicht, wie es geht. Wir müssen auf alle Fälle den SKF Lincoln nur nachfüllen, wenn der Schlauch am SKF Lincoln angebracht ist. Also wir müssen irgendwie den Schlauch anbringen. Irgendwie so, ja. Mit dem Ding kann ich ja rumfahren, auf alle Fälle. Auf der Shop-Seite siehst du jetzt nicht so viel, ne? Bist du jetzt nicht schlauer. Ich frag mal das Internet. Frag mal das Internet. So, wenn ich das Ding... Jetzt habe ich das Ding angeschalten. Menü. Kann es aber auch nicht. Ich habe die Ahnung, dass man hier irgendwie in die Tonne eigentlich rein müssten, oder nicht? So. Ich laufe jetzt mal mit. Guck hier mal ein bisschen weiter, weil ich irgendwo. Ja, mach mal. Ja, das ist eine gute Idee. Einfach mal ganz. Was ist? Oder warte mal, was passiert denn? Nö, no, leider nichts. Warte mal. Was hat denn der gerade gesagt? Das hat irgendwas mit dem Schlauch zu tun, auf alle Fälle. Aber ich habe immer kein GPS drin, das ist immer das Problem. Hast du den Traktor ausgemacht? Das ist ganz gut. Ist das mit unserem Gerät kompatibel? Das könnte natürlich sein, dass es nicht kompatibel ist. Na, also, was ich jetzt gefunden habe online, ist, dass man das extra pro Modifikation eintragen muss, damit es kompatibel ist. Alles klar. Okay. Aber der hatte auch eine andere Palette, ohne das Schlauchdinge hier. Soll ich mal noch weiter gucken? Der hatte jetzt nur das Fass. Ach, nur das Fass. So eine Palette. Naja. Ja, das habe ich auch hier. Das könnte ich bestellen für 3000 Euro. Geh mal. Oder ja, warte, ich guck's erstmal weiter an. Ja, ich bestell's mal, wir brauchen's ja sowieso. So, wo ist das jetzt hin? Hier. Man, das müsste ja funktionieren. Denke ich mal. Ah, da hat er ja gesagt, das musst du extra eintragen irgendwie. Ja, aber warte mal, jetzt ist doch auf einmal viel mehr Schmierfett drinne im Anhänger. Jetzt ist doch auf einmal 55% Schmierfett drinne. Ja, ist doch die ganze Zeit schon drin. Nee, ich war bei 7%. Als ich vorhin reingegangen bin, war das auch so. Ja, aber ich habe mir runtergefahren bis auf 7%. Ich denke, dass der Anhänger hier nicht funktioniert. Ne?
Oder was sagt ihr? Kann das sein? Ich habe jetzt auf immer 55% drinne. Vorhin waren 0 Kilogramm drinne. Warum auch immer. Naja, gut, meine Lieben, wir werden es jetzt nicht mehr rauskriegen. Wir sind sowieso durch mit der Folge. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob wir das irgendwie umbauen müssen oder so, keine Ahnung. Wir sehen uns am Montag im Livestream wieder, 20 Uhr geht's wieder los. Lasst gerne das Däumchen da und wer mag, wie gesagt, auch gerne ein Abo. Bis dahin, macht's mal gut, wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.